Ja, hier ist euer Borgelcut mal wieder. Ich habe ja schon fast alles vorgestellt, grob in Auszügen, so ein paar ausgesuchte Fahrzeuge. Und möchte euch jetzt nochmal den Bereich Arty vorstellen. Das ist der französische Premium-Panzer im Bereich Artillerie, und zwar die 105 LEFH 18 B2. Das ist ein Tier 5er Premium Panzer halt. Und ich setze da die Bedjet Besatzung drauf, sprich die Bedjet Arty Besatzung, die dann da nebenher mal Erfahrung sammelt. Im Tier 5er Bereich mit dieser Arty zu arbeiten, das ist mal ganz nett. Sie hat kaum Sprengradius, sprich Durchmesser, aber wenn ihr einen Gegner getroffen habt, ihr kettet sie und kettet sie und ihr kettet sie. Ihr kriegt sie mit der Zeit kaputt. Die Leute sind am Fluchen. Das macht teilweise richtig Spaß. Und seht ihr dieses Fahrzeug? Schießt ihm nicht auf die Wanne. Schießt ihm auf dem Aufbau. Ja, der Aufbau ist auch nur dünnes Blech, weil das ist ursprünglich ein Beutefahrzeug. Das wurde in Frankreich erbeutet. Die Wanne wurde umgebaut. Da wurde ein Geschütz draufgeschustert. Und die französische Wanne wurde weiterverwendet für mobile Artillerie, da es da einen sehr großen Mangel damals gab. Und er hat halt 42 Granaten an Bord, schießt relativ zielgenau, schießt relativ schnell. Er macht schon Spaß, er ist aktuell nicht kaufbar im Premiumladen. Vielleicht kommt er bei irgendwelchen Sonderaktionen wieder rein. Dann ist er echt eine Überlegung wert. Glaubt mir. Und weiter geht's. Da haben wir die französische Tier 10er Arty, die Bedjet Arty mit ihrem Volldrehbahnturm. Sie ist relativ schnell mit einer Höchstgeschwindigkeit von 62 km/h. Ist ein Autolader, sie lädt relativ lange nach. Aber wenn sie fertig geladen hat, hat sie halt 4 Granaten, die sie in kurzer Zeit verschießen kann. Dank des drehbaren Turmes könnt ihr auch sehr gut von links nach rechts richten. Heißt, der Aim-Kreis, der geht nicht so groß oder schnell auf. Sie richtet auch recht schnell ein, wenn ihr erstmal in einer groben Ecke seid. Bedeutet, habt ihr fertig geladen, seid ihr doch ein gefürchteter Gegner. In der Form, weil ihr in kurzer Zeit 4 Granaten auf den Gegner werfen könnt. Diese Art, die ist relativ zielgenau so gesehen im Spiel, muss man sagen. Vielleicht nicht von den Werten genau her, aber wie das immer so ist, wenn ich von diesem Geschütz bearbeitet werde, sprich von dieser Art, die der eine geht daneben, kettet mich vielleicht, der zweite trifft mich vielleicht, der dritte geht wieder daneben, macht mit Splash-Schaden mir vielleicht die andere Karte kaputt. Der vierte geht in die Grütze, aber dann habe ich schon mal in kürzester Zeit 3 Treffer einstecken müssen. Wenn ich Pech habe, sogar 4. Gibt's mal einen Volltreffer und die Granate schlägt auch wirklich durch, dann macht sie richtig Aua. Aber das Gefährliche an dem Fahrzeug ist halt, es kann sehr schnell seinen Feuerbereich verlegen, von links nach rechts schwenken. Sie kann sehr schnell schießen und sie kann sehr schnell sich auf dem Gefechtsfeld verlegen, so dass man denkt, die Arty muss in der Ecke stehen und in Wirklichkeit ist sie schon über die halbe Map woanders hingefahren, während sie nachlädt. Ihn zu erwischen ist teilweise nicht einfach, aber er hat leider einen relativ kleinen Sprengradius, sprich Durchmesser von nur 3,97 Meter. Deswegen sage ich eher, er ist ein Chirurg als Arty, aber er macht mal Laune. Und Spaß. Dann haben wir noch den Conqueror Gun Carrier. Das ist die neueste Arty im Spiel, die Tier 10er Arty der Briten. Ich finde, sie ist zurzeit einer der besten Artys mit. Den einzigen Nachteil, den man hier definitiv sagen kann, hat dieses Fahrzeug auf 1000 Meter Maps. Kann man nicht jede Position mit dieser Arty erreichen, da muss man sich teilweise umstellen, ist leider so.
Man muss auch teilweise Artilleriestellungen wählen, die man sonst nicht wählen muss, um bessere Reichweite zu haben. Heißt, ihr müsst mal dichter am Feind dran, statt ganz hinten in der Ecke zu stehen. Wenn ihr da ein bisschen Erfahrung mitgesammelt habt mit dem Fahrzeug, werdet ihr feststellen, auch das geht. Man kann sie doch spielen, trotz Reichweitenprobleme. Sie hat ein Art Mörser als Geschütz. Die Geschosse kommen relativ weit von oben runter. Es gibt bei normaler Munition auch einen Explosionsbereich von 7,76 Meter. Das ist ganz nett. Bei der Gold-HE, sprich Goldmunition, sind es 11 Meter und 10. Das ist natürlich äußerst nett. Diese Art, die wird auch gerne benutzt, um den Gegner hinter Felsen rauszusprengen oder zu beschädigen oder Gebäude. Und ich muss sagen, sie kann was. Sie hat so viel Munition an Bord, die schießt man nicht leer. Geht gar nicht rechnerisch. Und ja, das ist auch zurzeit, muss ich sagen, mein liebstes Artilleriegeschütz, sprich mein Favorit. Dann gehen wir mal weiter zum Objekt 261. Die 261 ist gut, bleibt gut, war gut, weil sie ist relativ zielgenau, der Schadensoutput passt und sich von links nach rechts verlegen ist auch kein Problem. Also diese Art, die kann schon was. Und was soll ich jetzt dazu sagen? Gefühlt ist sie immer wieder es wert, gekauft zu werden. Natürlich, alle Artis haben Einbußen hinnehmen müssen vor einiger Zeit, als die Artis verschlechtert worden sind. Die Fluggeschwindigkeiten um 50% lapp hochgesetzt, die Zielgenauigkeit verschlechtert und. Artis spielen. Ja, ganz früher war es echt schön. Es ist schlechter geworden, aber es macht immer wieder mal Spaß oder immer noch Spaß. Und was soll ich sagen? Auch der T-92, das ist der amerikanische Zweig, sprich der amerikanische Artilleriepanzer, hat seine Vor- und Nachteile. Ich selber komme mit ihm kaum klar. Und muss sogar sagen, in CWs habe ich erlebt, dass er leer geschossen worden ist. Und der Vorteil seines großen Sprengdurchmessers wurde ihm ja auch reduziert während der Arti-Verschlechterung. Und der Gun Carrier gar, der Conqueror Gun Carrier halt, hat auch nicht viel weniger Sprengdurchmesser als die T-92. Ein bisschen schneller ein und hat Munition ohne Ende an Bord. Und deswegen sage ich mal, der Gun Carrier gräbt dem T-92 das Wasser ab, auch dem GWE 100. Er ist etwas schwerfällig und da sage ich mal, macht der Briten Baum, sprich der Gun Carrier, ihm auch das Leben schwer. Er hat sogar einen größeren Sprengdurchmesser als die E100. Und daher sage ich mal, die Briten-TD-Linie ist super mit dem Babywerfer. Die Arti-Linie, hier 10er Bereich, ist auch super mit den Gun Carrier. Und das sind echt sehr gute englische Fahrzeuge, die den anderen Fahrzeugen leicht überlegen sind. Alle beide. Was heißt überlegen, aber durchaus im vorderen Bereich mitspielen und doch nette Autos sind. Und daher nochmal kurz zum Gun Carrier. Ich habe es auch schon oft erlebt, dass irgendwelche Mates auf mein Fahrzeug geschossen haben und kaum Schaden gemacht haben, weil er hat in der Front auch ein bisschen Panzerung und Bauart bedingt, schätze ich mal, prallt auch mal was ab. Dieses Auto kann definitiv was.
wie ich vorhin schon sagte, meiner Meinung nach zurzeit einer der besten Artis. Er macht den T92 und dem GWE das Leben sehr schwer. Er kann fast alles, was die zwei können. Und ich sag mal, will man Chirurgen spielen, spielt man die Bad-Chat Arty. Will man einen Allrounder spielen, ist das Objekt 261 eine gute Wahl. Dieser Gun Carrier ersetzt schon fast diese zwei ehemaligen Splash-Radios oder Durchmesser-Weltmeister T92 und GWE 100. Und viel mehr möchte ich über Artis gar nicht sagen. Ihr werdet selber eure Vorlieben entwickeln. Der eine sagt, das Fahrzeug liegt mir nicht. Aber wie gesagt, jeder Panzer hat Vor- und Nachteile. Jeder Spieler ist etwas anders. Jeder hat andere Vorlieben oder kommt mit einem Fahrzeug vielleicht nicht klar. Ich habe auch Fahrzeuge, mit denen komme ich gar nicht klar. Und damit will ich auch die ganze Vorstellerei im Bereich Garage erstmal für Wochen oder gar Monate beenden, weil Gefechte finde ich interessanter. Aber so einen kleinen Einblick in meinen veränderten Garagenbereich oder mein Spielvorlieben möchte ich euch mal gezeigt haben. Wollt ihr noch die Panzer sehen, die ich euch nicht vorgestellt habe? Guckt euch das allererste Garagenvideo an. Da habe ich damals alle Fahrzeuge vorgestellt im Schnelldurchlauf, die ich besitze. Also danach wisst ihr garantiert, was ich so grob stehen habe. Und ja, damit möchte ich mich verabschieden. Wünsche euch noch viel Spaß und ciao, euer Borgelkart.